Mein Vortrag knüpft an den Vortrag der Kollegin Frau de Witt insofern an, als dass ich auf ein Teilgebiet von KI in der Bildung, nämlich auf Learning Analytics, hier fokussiere und das in einer Art und Weise tue, dass ich so ein bisschen einen Blick nach hinten werfe. Wo kommt dieses Feld, was aktuell eigentlich von sehr, sehr vielen als wichtiges Teilgebiet von KI in der Bildung und Hochschulbildung gesehen wird, wo kommt es eigentlich her? Mit welchen Fragen beschäftigen wir uns im Moment in Forschung und Praxis? Und vielleicht auch einen kleinen Blick nach vorne. Was sind eigentlich Zukunftsperspektiven? Wo sind die Chancen und Risiken von Learning Analytics in der Bildung? Man kann über Learning Analytics eigentlich nicht sinnvoll sprechen, ohne den Begriff der Daten und des Umgangs mit Daten zu thematisieren. Und viele von Ihnen werden sicherlich dieses Bild kennen als ein prototypisches Beispiel der Relevanz von Data Science. Es geht um das Spiel Go. Es geht natürlich auch um AlphaGo, um letztendlich einen Algorithmus, der es geschafft hat, die besten menschlichen Spieler im Spiel Go zu schlagen, was jahrzehntelang als undenkbar galt. Viel wichtiger als das, dass es KI-Verfahren geschafft haben, vor 5 Jahren war das, die besten menschlichen Spieler zu besiegen, war letztendlich, dass es dann auch möglich war, tatsächlich ohne menschliche Trainingsdaten auszukommen. Das heißt, es brauchte gar kein Portfolio von Spielen mehr, die Menschen gegeneinander gespielt haben. Man ließ letztendlich nur noch den Computer gegen sich selbst spielen. Und AlphaGo Zero, Sie sehen hier die Publikation vor 3 Jahren, war das gewesen, war dann in der Lage, alle menschlichen Spieler und alle Computerversionen bisher zu besiegen. Das heißt, in diesem Gebiet, auch von Frau de Witt vorhin thematisiert, Spiele, ist die KI in der Lage, Menschen durchaus zu schlagen. In vielen anderen Gebieten sehen wir das ebenso. Bilderkennung und automatische Übersetzung ist mittlerweile so gut, dass sie in Hotelzimmern in fremden Ländern sehr, sehr einfach durchaus klarkommen. Und die Entwicklung von Data Science, der Erfassung, der KI-gestützten Analyse von Daten, hat natürlich auch Bildungsforscher teilweise sehr stark interessiert. Und das formierte sich vor ungefähr 10 Jahren eine Arbeitsgruppe, die sich angeschaut hat, wie ist das eigentlich der Wert der Daten in der Bildung? Wie nutzen wir das? Und Sie sehen hier schon in dem zweiten Zitat, dass tatsächlich der öffentliche Sektor, insbesondere halt auch der Bildungssektor, zu dem Zeitpunkt noch nicht sehr stark von Daten profitierte, die genutzt hatte in Bildungskontexten. Das hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren eigentlich zunehmend geändert. Und vor ungefähr einem Monat fand die Learning Analytics and Knowledge Conference zum 10. Mal statt. Nicht in Frankfurt, sondern wie viele Events heutzutage online. Markiert aber tatsächlich schon einen Geburtstag dieses Feldes Learning Analytics. Auch Frau de Witt hatte vorhin den Horizon Report zitiert. Inwieweit dessen Vorhersagekraft immer so genau ist, lässt sich durchaus hinterfragen. Wir schauen hier mal zurück in den Horizon Report von vor ungefähr 10 Jahren, wo Sie auch sehen, dass für in 4 bis 5 Jahren tatsächlich Themen wie Learning Analytics eine zunehmende Relevanz bekommen würden. So wurde damals vorhergesagt. Nochmals wieder ein bisschen nach vorne spult und sich anschaut, was ist eigentlich letztes Jahr passiert, da den entsprechenden Foresight Report anschaut. Dann sehen Sie, dass nun hier gesagt wurde, naja, in einem Jahr oder etwas weniger werden Analytics-Technologien, in 2 bis 3 Jahren wird KI im Kontext der Hochschulbildung zunehmend eine Rolle spielen. Man muss sich bei all dem Foresighting immer vor Augen halten und vergegenwärtigen, dass das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung nun weiß Gott kein neues ist. Adaptive Lernumgebungen existieren schon Jahrzehnte. Den Bericht, den Sie hier sehen, aus dem Scholar-Projekt, in dem Jaime Carbonell gearbeitet hat, ist aus der Mitte der 70er Jahre und markiert etwa, also sehr, sehr frühe Arbeiten, tatsächlich aber schon mit adaptiven Bildungstechnologien, die in dem Fall natürlich über textbasierte Interaktion relativ einfach gestrickt waren, aber schon frühe Formen von künstlicher Intelligenz in die Bildung gebracht haben. Diese Entwicklung hat seit Mitte der 70er Jahre in vielen, vielen Ländern, in vielen Forschungsrichtungen durchaus eine ganze Menge Fahrt aufgenommen. Und wir haben mittlerweile messbar viele Studien, auch schon Metastudien, die die Effektivität von sogenannten intelligenten Tutorensystemen systematisch untersuchen und eigentlich konsistent
zu Aussagen kommen, dass die Effektivität durchaus vergleichbar zu der von menschlichen Tutoren ist, was, wenn wir rein die kognitive Dimension anschauen. Sie sind auf dem Bild hier abgebildet, eines der bekanntesten intelligenten Tutorensysteme von Kurt von Lehn, das NDIS, Physics Tutoring System. Und Sie finden in dem Diagramm, was Sie oben rechts sehen, eigentlich viele der Komponenten wieder, über die die Kollegin Frau de Witt vorhin gesprochen hat. Wir haben so etwas wie ein Domänenmodell. Wir haben ein Lernermodell, wir haben ein Communication Model, in dem festgelegt wird, wie letztendlich die Interaktion festgelegt wird. Wir haben ein pädagogisches Modul, in dem die Frage versucht wird zu approximieren, die vorhin in der Diskussion gestellt worden ist. Wohlgemerkt, das sind alles Dinge, die in den 90er und frühen 2000er Jahren erforscht worden sind und die tatsächlich hier mit Data Analytics, so wie wir es heute kennen, noch nicht viel zu tun hatten, weil die Daten, die während des Lernprozesses generiert wurden, nicht unbedingt analysiert wurden zur Verbesserung, zur permanenten Verbesserung des Systems. Das hat sich in der jüngeren Vergangenheit sehr stark verändert. Und wenn Sie auf eines der doch interessantesten Startups im Bereich EdTech weltweit schauen, nämlich Squirrel AI Learning, die in Shanghai beheimatet sind, aber zusammenarbeiten mit Personen wie Tom Mitchell oder Ken Kuedinger, die in China mittlerweile 2 Millionen zahlende Kunden haben, dann sehen Sie, wie die Systeme dort funktionieren. Die basieren auf genau diesen klassischen tutoriellen Systemansätzen, nutzen aber permanent die einkommenden Daten, die Interaktionsdaten, die Lernsystemdaten, um das System auf Basis von Analytics permanent weiterzuentwickeln und immer besser zu machen. Nach durchaus ernstzunehmenden Studien ist die Effektivität wiederum auf der rein kognitiven Dimension gesehen dieser Lerntechnologie mittlerweile höher als die von auch erfahrenen menschlichen Lehrkräften. Es zeigt so ein bisschen, wo wir bereits sind. Es ist aber ein Bild, was vielleicht noch nicht breit genug ist. Für wen und auf welcher Ebene kann Learning Analytics eigentlich einen Beitrag liefern? Sie finden hier auf dieser Folie skizziert ein Raster, der einerseits die Zielgruppen des Learning Analytics versucht in den Blick zu nehmen, nämlich Lernende, Lehrende, aber auch Organisationen. Und in den Zeilen, ja, die Ebene, auf der das Analytics verwendet wird. Das ist tatsächlich eine einzelne Lernsequenz, also wenige Minuten bis vielleicht eine Stunde. Ist es ein Modul oder ist es etwas, was wir eigentlich als kontinuierlichen Prozess sehen? Und auf jeder dieser einzelnen Ebenen gibt es durchaus Forschungsergebnisse und gibt es auch praktische Anwendungen. So gibt es, wenn wir einfach mal die Hauptdiagonale uns anschauen, durchaus adaptive Lernsoftware, die zur Klausurvorbereitung da ist, die also für Lernende da ist, die aber nicht das ganze Semester vielleicht verwendet wird, sondern punktuell, um zu schauen, wo sind eigentlich meine Schwächen, auf was muss ich mich noch genau vorbereiten, um für mich wichtige Modulabschlussprüfungen zu bestehen. Auf Ebene eines Moduls für Lehrende kann es beispielsweise interessant sein, Gruppenlernprozesse in großen Online-Kursen zu analysieren. Was passiert eigentlich mit meiner Lerngruppe, meiner Community im Laufe eines ganzen Semesters? Funktionieren dort Kleingruppen oder funktionieren die nicht? Was muss ich vielleicht an meiner Instruktion ändern, damit tatsächlich ein größerer Online-Kurs auch als Gruppenlernformat irgendwie funktioniert? Und wenn ich unten rechts mir in die Zelle exemplarisch reinschaue, dann ist es natürlich für Organisationen auch langfristig wichtig zu schauen, wie Studiengänge funktionieren, wie Studiengänge datengestützt revidiert werden können, welche Monitoring-Instrumente eigentlich geeignet sind, um entsprechend Schlussfolgerungen über die Qualität von Lehre was erzählen zu können oder diese beurteilen zu können. Ich möchte in den kommenden Folien jetzt genau diese Ebenen mal mit Beispielen etwas tiefer beleuchten. Wir starten mit der Lernsequenzebene, also mit einem Mikroblick auf Learning Analytics, wo wir in einem Projekt mit weiteren Partnern, einige davon sind auch hier heute bei der Veranstaltung online mit dabei, uns angeschaut haben, wie Sensordaten verwendet werden können zum erfahrbaren Lernen, also zur Verbesserung von Lern- oder Lehrprozessen. Es ging um die algorithmische Erkennung und Modellierung von lernrelevanten Zuständen auf Basis von klassischen Logfile-Daten, die wir aus Lernmanagementsystemen oder anderen Bildungstechnologien kennen.
zusammen mit dem, was man über Sensorik erfassen kann. Unten sehen Sie als kleine Laufleiste die verschiedenen unterschiedlich nutzbaren Prototypen des Systems, die im Projekt entwickelt worden sind. Und in Pilotstudien konnten wir zeigen und auch einige der Ergebnisse aus der Literatur replizieren, dass wenn wir ECG-Daten, also Herzratendaten und EDA, Hautleitfähigkeitsdaten haben, dass dann gezeigt werden konnte, dass diese Signale, zum Beispiel Freude und Ärger, dass das Indikatoren waren oder dass die Herzratenvariabilität positive und negative Emotionselemente mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, natürlich sind das alles statistische Zusammenhänge, unterscheiden konnte. Wozu braucht man das? Kann ich das in Bildungskontexten verwenden? Naja, ein Szenario, was wir in diesem LISA-Projekt verwendet hatten, war genau, dass wir uns Trainingsszenarien angeschaut haben, in dem Fall von Rettungskräften, wo es nicht immer ganz so leicht war für die Educational Designers, die Schwierigkeitsstufe einer solchen Software auf den Benutzer passend einzustellen. Denn wenn beispielsweise ein Benutzer einen solchen Katastrophenfall in einer Simulation zwar korrekt behandelt, dabei aber stark gestresst ist, ist das hinsichtlich der Adaptierung der Schwierigkeitsstufe eine etwas andere Aussage, als wenn als wenn das Spiel ebenso gut und kontrolliert durchgespielt wird in der Simulation des Ernstfalls, dabei aber tatsächlich eine große Entspannung vorliegt, wo man dann sagen könnte, naja, hier ist ein Indikator dafür, tatsächlich den nächsten Schwierigkeitsgrad in einer solchen Simulation zu verwenden. Das folgende Beispiel ist in Wuhan in China aufgenommen worden, vor gut einem Jahr, als es Dinge, die wir jetzt im Moment haben, noch nicht gab. Es zeigt einen Klassenraum des National E-Learning Engineering Research Centers, was dort an der Central China Normal University aufgebaut wird. Es ist ein Prototyp dessen, was in 5000 Schulen in China pilotiert wird. Ein Klassenraum, der nicht nur sehr, sehr viele digitale Ein- und Ausgabegeräte hat, sondern insgesamt voll von Sensorik ist. Zu Forschungszwecken, insbesondere Luftqualität, aber auch alle Interaktionsdaten werden hier in diesem System mitgelockt, mit dem Ziel, letztendlich Lehrkräften zu helfen und zu Forschungserkenntnissen über E-Learning zu kommen. Nun kann man sagen, naja, oh, das ist eine chinesische Variante, die komplette Überwachung. Ja, das mag sein. Tatsächlich haben auch die chinesischen Lehrkräfte, die damit gearbeitet haben, eine hohe Zufriedenheit geäußert, gesagt, naja, endlich ist es so, dass ich bei dem ganzen E-Learning-Unterricht, den ich hier verwende, die ganzen digitalen Lehr- und Lernmaterialien, Aussagen darüber bekomme, was eigentlich meine Schülerinnen und Schüler, insbesondere als Klasse, was die können, wo noch Wissenslücken bestehen, auf welche Dinge ich also in der nächsten Unterrichtsstunde eingehen kann. Und wir können auch nach Westen schauen, in diesem Fall zu arbeiten bei Kollegen an der Carnegie Mellon University, die verwandte Dinge tun. Dort in Forschungsarbeiten zum Lumilo-Projekt wurde die Frage gestellt, naja, liebe Lehrkräfte, wenn ihr Superpowers hättet, was müssten die eigentlich sein? Und in Interviewserien, hier ein Beispiel dazu, konnte festgestellt werden, naja, diese Lehrkräfte, die wollten, wenn sie schon Superpowers hätten, sowas wie Denkprozesse sichtbar machen, verstehen, welche Lerner aus einer Gruppe gerade wirklich Schwierigkeiten haben und welche so fast da sind und nur noch einen kleinen Anschubs letztendlich brauchen. Was dort an der Carnegie Mellon University im Wesentlichen von Ken Hellstein gemacht worden ist, ist ein Lumilo-System aufzusetzen, ein System, was über eine Brille konzipiert worden ist, explizit, damit die Lehrkraft die beiden Hände auch frei hatte, die letztendlich Dinge über die Köpfe von Schülerinnen und Schülern projiziert, die normalerweise bei einem intensiven Einsatz von Computern in Klassenräumen nicht so sichtbar gewesen wären. Sie sehen hier die erhobenen Hände. Das ist eine Analogie dessen, was wir hier selber auch gerade bei Adobe Connect haben. Es ist die Möglichkeit da, sich zu melden virtuell. Aber Sie sehen auch Fragezeichen. Sie sehen Ausrufezeichen eingeblendet. Damit sind Indikatoren gemeint, dass aus den Logfile-Analysen, aus den aktuellen Interaktionsdaten sichtbar wird, welche Lerner in einer Klasse eigentlich tatsächlich gerade am meisten von einer persönlichen Interaktion mit dem Lehrer, von einer Besprechung profitieren könnten.
Wenig überraschend hat das Ganze natürlich nachweisbare Effekte auf die Aufmerksamkeitsverteilung der Lehrkraft zunächst mal gehabt, die dann nicht auf die typischen lautesten und so weiter Personen zuerst zugegangen ist, sondern tatsächlich eine etwas differenziertere Auswahl dahingehend getroffen hat, mit welchen Schülerinnen und Schülern sie sich primär oder etwas länger im Laufe der Zeit beschäftigt. Das ist also ein weiteres Beispiel dazu, was auf so einer Lernsequenzebene im Learning Analytics gegenwärtig möglich ist, mit welchen Dingen dort geforscht wird. Gehen wir nun auf die zweite Ebene, die etwas langfristiger ausgelegt ist und vielleicht also ein Semester ein typisches Kursmodul umfasst. Wir haben dort drei Verfahren des Learning Analytics, drei grobe Verfahren, die wir in der Praxis und auch in der Forschung sehen. Das erste sind Dashboards, typischerweise Lerner-Dashboards, aber auch als Lehrenden-Dashboards konzipiert. Ein Beispiel, was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist eins, was wir an der HU Berlin pilotiert haben, ein Kurs in Form Einführung in die Programmierung für Nicht-Informatikerinnen, was wir seit einer geraumen Zeit als Blended Learning Kurs aufsetzen mit einer ganzen Reihe von Materialien, die Sie hier aufgesetzt sehen, Erklärvideos, Selbsttestaufgaben, Testate, Quizzes, Lückentexte, aber auch Programmieraufgaben, die in der Lage sind, Korrektheit von abgegebenem Code letztendlich zu überprüfen. Alle diese Elemente sind mit Schlagworten versehen. Es ist also klar, welches Erklärvideo zu welchem Konzept in der Programmierung gehört. Und kulminieren letztendlich am Dashboard, was eine Visualisierung des Benutzermodells in dem System ist. Es ist primär für Lernende hier konzipiert, weil wir die Erfahrung gemacht hatten und das auch aus Umfragen wussten, dass die im ersten Semester, wenn die ein Fremdmodul belegen, nicht unbedingt in der Lage sind, beurteilen zu können, welche Konzepte dieser Einführung in die Programmierung denn wirklich relevant, wichtig etc. sind. Gleichzeitig haben wir uns hier, im Unterschied zu dem, was wir nachfolgend sehen werden, für eine Visualisierung entschieden und nicht für persönliche Lernempfehlungen, aus dem Grund, dass man durchaus den Lernenden die Souveränität zugestehen möchte, zu sagen, oh ja, diese beiden roten Kreise, die hier dargestellt sind, die ganz offensichtlich zentrale Themen im Bereich der Programmierung sind, die sind deshalb rot, weil man sich vielleicht mit einem Buch tatsächlich damit befasst hat oder mit Lernaktivitäten außerhalb dieser Lernsoftware. Deswegen konnten natürlich alle Sensoren zusammengenommen nicht erkennen, dass vielleicht dieses Thema beherrscht wird. Es wird rot dargestellt, aber diese Visualisierung dient tatsächlich dazu, dass sich die Studierenden damit aktiv vor der Klausur, insbesondere wurde es so genutzt, auseinandersetzen können. Die Ergebnisse, die wir dort erzielt hatten, waren sehr, sehr positiv. Die Visualisierungsformen wurden in Vorabstudien gut bestätigt und die Lehrveranstaltung wurde in den 3, 4 Malen, wie wir sie bisher durchgeführt haben, als Ganzes insgesamt sehr positiv evaluiert. Wer Lust hat, sich das anzuschauen, es gibt eine Online-Variante unter javafit.de, die man sich sehr gerne auch anschauen kann. Ein zweites Mittel, was den Erfolg, aber auch gleichzeitig eine aktuelle Fragestellung immer noch von Learning Analytics zeigt, ist Vorhersagemodelle, Predictive Modeling. Sie sehen hier zwei exemplarische Dinge, die auf einem Learning Analytics Workshop bei der Delphi im Jahr 2018 präsentiert worden sind, die illustrieren, dass man durchaus auf Basis von sehr, sehr kleinen Indikatoren, also wenigen Indikatoren, wir sehen hier auf der oberen Folie die Gesamtklickzahl und eine Klickaktivität in ein paar Kontrollfragen, wirklich die Datenbasis, um die es hier geht. Bei dem unteren ist es letztendlich auch nicht viel mehr. Es sind Compilerfehler, Zeit, die verwendet worden ist und die Angabe, ob Assignments B oder C gelöst worden sind. Dass man auf Basis von einer solch geringen Anzahl von Parametern durchaus in der Lage ist, Vorhersagen über das Bestehen von Zwischen- oder Endklausuren zu geben, zu generieren, KI-gestützt, die erstaunlich genau sind. Und die Frage, mit der sich viele im Bereich Learning Analytics gegenwärtig dann beschäftigen, ist, wie denn tatsächlich Rückmeldungen, also actionable Feedback daraus abgeleitet werden kann.
Denn tatsächlich ist es ja nicht ganz so einfach, den Studierenden eine E-Mail zu schicken und zu sagen, passen Sie auf, wir haben Ihre Klicks gezählt und auf Basis der statistischen Ergebnisse, die wir aus den letzten 3 Jahren zu diesem Kurs haben, werden Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 67% an der Abschlussklausur nicht erfolgreich teilnehmen. Sicherlich keine irgendwie geeignete, didaktisch sinnvolle Intervention. Klammer auf, die wurde trotzdem gemacht und führte dazu, dass der Klausurerfolg dann bei dieser Gruppe höher war. Klammer zu. Solche Verfahren, die auf Basis von relativ geringen Daten, die für sich genommen auch eigentlich keine Aussagekraft über den Gesamterfolg an einem Kurs haben sollten, die aber trotzdem statistisch gesehen eine Vorhersage erlauben, zeichnen genau eine der feinen Linien auf, an denen im Bereich Learning Analytics gearbeitet werden muss, nämlich die Interventionen, die letztendlich aus KI-gestützten Vorhersagemodellen getrieben werden, so tatsächlich geeignet, didaktisch geeignet zu gestalten. Eine dritte Richtung, die relativ verbreitet ist, hier eine Arbeit, die von uns selbst erstellt worden ist. Es gibt aber auch Arbeiten von anderen Forschungsgruppen zu dem Thema, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen, ist die, dass man es durchaus schaffen kann, insbesondere bei heterogenen Lernergruppen ein Clustering durchzuführen, beispielsweise kulturelle oder Persönlichkeitsfaktoren. In unseren eigenen Arbeiten wurden Logdaten aus Lernsystemen mit Dingen wie Erfolg, Seitenviews, Verweildauern in neuronale Netze gegeben. Und wie Sie sehen können, ist für einige Persönlichkeitsparameter nach dem Ocean Big Five Modell Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus eine durchaus gute Vorhersagensquote da. Sowas öffnet natürlich Potenziale, Online-Lernangebote oder Blended-Lernangebote und vielleicht gerade auch die Interventionen, die wir auf Basis von zusätzlichen Predictions gerne gestalten wollen, auf die jeweiligen Nutzer noch genauer zuzuschneiden. Dass die Personen, die über gewisse Motivations-, Persönlichkeits- oder andere Faktoren durch diese ausgezeichnet sind, dass dort andere Arten von Interventionen gestartet werden als bei anderen. Dies bringt uns zur dritten und größten Ebene der ganzen Studiengänge, wo wir uns beispielsweise mit Verlaufsanalysen und Vorhersagemodellen im Bereich Learning Analytics befassen. Natürlich mit dem Ziel, so etwas wie Studienerfolg sehr oft vorherzusagen. Die Grafik, die Sie hier sehen, ist aus einer Arbeit von der Kollegin Agathe Masseron mit weiteren Kollegen, die versucht haben, auf Basis von Schulabschlussdaten, also Hochschulzugangsdaten und den Daten aus den ersten 2 Semestern eines Studiengangs, Sie sehen hier die einzelnen Kurse und blau heißt bestanden, rot heißt nicht bestanden, vorherzusagen, mit welcher Abschlussnote der jeweilige Student oder die Studentin abschließen wird. Und auch dies zeigt wieder eine interessante Fragestellung im Bereich des Learning Analytics auf. Die Accuracy, die dort erzielt werden konnte, die variierte natürlich je nachdem, welches KI-Verfahren eingesetzt worden ist. Was Sie hier als Bild sehen, ist ein Entscheidungsbaum, der zu einer Accuracy von ungefähr 70% geführt hat, der also illustrieren kann, wenn der Kurs mit dem und dem Grad bestanden worden ist, dann so und so, ansonsten gehe in den anderen Ast. Und wenn man dann letztendlich über 3, 4 Kurse Bescheid weiß, kann man mit einer recht guten Wahrscheinlichkeit die Abschlussnote vorhersagen. Eine bessere Vorhersagbarkeit, eine höhere Accuracy, erzielen wir durch ein Naive-Bayes-Verfahren. Dieses Verfahren hat jedoch die Eigenschaft, nicht so schön visualisierbar und erklärbar zu sein. Das heißt, in einer Situation, wo ich einem Studierenden gegenüber sagen, oder in einer Studienberatungssituation auf Datenbasis, wäre ja durchaus vorstellbar, hätte man hier keinerlei Erklärmodell anhand, sodass man den Studierenden erzählen könnte, sie dahingehend beraten könnte, hier, das und das sind unsere Daten, die werden so und so interpretiert und aus diesen und jenen Gründen haben wir Sorge beispielsweise um den Studienerfolg. Das heißt, der Gegensatz zwischen einer höheren Wahrscheinlichkeit der Vorhersage einer höheren Accuracy, aber einem nicht erklärbaren Verfahren versus einer, naja, schlechteren Accuracy, aber einem erklärbaren Verfahren, was visualisiert werden kann, das diskutiert werden kann, ist etwas, was wir im Bereich Learning Analytics relativ häufig antreffen.
Weitere interessante Arbeiten aus dieser Studiengangsebene betreffen beispielsweise das Co-Enrollment. Das heißt, wir schauen uns Studiengänge über Analytics an und dabei interessiert eigentlich nicht primär oder nicht ausschließlich der einzelne Kurs, sondern wir anerkennen, dass Studierende oft mehrere Kurse gleichzeitig hören und stellen uns die Frage, welche Quereffekte gibt es eigentlich? Gibt es Kurse, die in einem typischen Studiengang, wenn man sie gleichzeitig belegt, eigentlich andere Kurse stören? Und da gibt es sehr interessante Ergebnisse dazu, dass sich Probleme, die man in einem Kurs hat, natürlich auch auf die Leistung in anderen Kursen niederschlagen können, weil man für die dann entsprechend weniger Zeit investiert, sodass bei einer Analyse von Studienerfolg oft durchaus der gesamte Workload im Semester lohnenswert ist zu betrachten. Das führt in Schlussbetrachtungen, die ich gerne mit Ihnen machen möchte. Bei vielen der Verfahren, die ich Ihnen hier illustriert habe, die Sie in der Literatur finden, eigentlich bei allen, ist es so, dass wir Learning Analytics auf einer gewissen Auswahl von Lernerdaten haben. Wir haben nie, würde ich fast sagen, ein komplettes Datenset, was alle lernrelevanten Features beinhaltet. Das heißt, wir haben eine Datenauswahl und tendieren oft, das ist ein Risiko, was in diesem Forschungsfeld ist, dazu, die Lerner, die Benutzer, die wir haben, auf genau diese erfassten Daten zu betrachten. Haben damit aber kein Gesamtbild, müssen uns dessen immer bewusst sein. Insbesondere fehlen uns ganz oft Sozialkontext und Lernsituationen in diesen Daten. Wenn wir beispielsweise feststellen, in einer Lernplattform sind Benutzer ja sehr ungleichmäßig dabei, sie brechen immer wieder ab und kommen nicht zu einer gleichmäßigen Arbeitshaltung, dann mag man versucht sein, dann eine Systemreaktion hervorzurufen, dass irgendwelche Feedback-Nachrichten an diese Lerner geschickt werden. Aber die Gründe, der Kontext mag durchaus unterschiedlich sein. Wenn wir beispielsweise in der aktuellen Situation eine Person haben, die sich um Kinder zu Hause kümmern muss und deshalb nicht die ganze Zeit gleichmäßig lernen kann, ist das vielleicht was anderes, als wenn eine Person tatsächlich wenig Motivation hat, immer wieder anfängt, abbricht. Vielleicht ist es aber auch so, dass eine Person sich mit den Aufgaben online befasst und parallel in einem Buch die entsprechenden Dinge nachliest. Alles das sind Sachen, die oft nicht erfasst werden durch die Software, und die deshalb sehr, sehr wichtig sind zu berücksichtigen in den entsprechenden Feedback-Systemen, in den Interaktionskonzepten, die solche Systeme haben. Natürlich, genauso wichtig ist es jetzt, wo wir sehr, sehr viele Daten haben, die analysieren zu können oder die analysieren können, jetzt nicht die Didaktik wegzuwerfen. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, die hochschuldidaktischen Dinge, die wir uns lange Zeit überlegt haben, nun zu verknüpfen und eigentlich eine Synergie daraus zu ziehen, dass wir Daten haben, um Evidenz hinter diese Theorien zu bringen, die weiter untersuchen zu können und nicht rein auf Basis von Data Science jetzt ranzugehen und zu sagen, damit können wir alleine Lernen und Lehren erklären. Immer unter der Berücksichtigung dessen, dass die allermeisten Analysetechniken, die wir haben, fehleranfällig sind. Sie haben vorhin die Genauigkeit dieser Verfahren gesehen. Natürlich ist die nicht 100%. Je fortgeschrittener die Sensorik ist, je experimenteller das Ganze ist, desto größer werden die Fehlerwahrscheinlichkeiten, die man hat. Und damit umzugehen, genauso wie mit den Effekten dessen, was die datengetriebene Performativität nennen, das also wenn Sie den Leuten eine rote Ampel zeigen oder eine gelbe oder grüne Ampel als Resultat auf Basis einer fehleranfälligen Analyse, dass diese Personen dazu tendieren werden, sich so zu verhalten, wie das Feedback auch gewesen ist, ist eine der aktuell wichtigen Richtungen, mit denen gearbeitet werden muss. Natürlich ist insgesamt, wenn wir Learning Analytics umsetzen möchten, sind ganz grundsätzliche Fragen nicht immer relevant. Die Frage von Datensouveränität und Eigentum, aber auch die Gestaltung der Systeme, zum Beispiel auf Basis des Trusted Learning Analytics Ansatzes von Draxler und Kollegen, dass wir die Verfahren transparent halten, dass wir zur Erzielung von Akzeptanz alle relevanten Stakeholder einbringen und das hoffentlich insgesamt, ich sag mal, trotzdem schaffen, sowas wie diese wichtigen Konzepte wie Privatheit, Datenschutz in Einklang zu bringen mit Prinzipien von Open Science, mit Veröffentlichbarkeit, mit
zu ermöglichen von kumulativer Forschung, zur Überprüfbarkeit von Ergebnissen. Also diese Dinge tatsächlich unter einen Hut zu bringen, miteinander zur Synergie zu bringen. Wichtige weitere Zukunftsrichtungen im Bereich Learning Analytics sind sicherlich noch weiter wegzukommen oder den Teil der Empfehlung zu nehmen, daraus aber vielleicht sogar eine Kurs- und Aufgabengenerierung, also einen noch höheren Grad von Personalisierung hinzubekommen. Lernergruppen nicht außer Acht zu lassen, sondern im Gegenteil Analytics auf Kollaborationsprozesse auszuweiten. Und, das fangen wir gerade mit an, auch Langzeituntersuchungen zu starten, wie denn ein höherer Grad von Adaptivität, von Personalisierung, von Analytics sich grundsätzlich auf das Lehr- und Lernverhalten an den einzelnen Einrichtungen auswirkt. Das soll es gewesen sein. Learning Analytics als Data Science für adaptives Lehren, Lernen, was nachweisbares Potenzial durchaus hat. In Deutschland ganz sicher ausbaufähig in der praktischen Implementierung ist, aber auf dem Weg dorthin durchaus auch flächendeckend und vielen Institutionen eingesetzt zu werden, wozu die Betrachtung von Risiken zu bedenkenden Dingen eigentlich immer essentiell wichtig für den praktischen Erfolg ist. Vielen Dank.